Was geht eigentlich bei Jens Lehmann ab? Der gute Mann wurde zu einer Geldstrafe von 420.000 Euro verurteilt und der Grund dafür ist einfach nur verrückt. Lehmann war auf dem Platz schon für seine ganz besondere Persönlichkeit bekannt. Das Ganze toppt er jetzt aber, indem er in die neu gebaute Garage seines Nachbarn eingebrochen ist. Nur um dort dann einen Dachbalken mit seiner Kettensäge anzusägen. Der Grund dafür soll eine bessere Aussicht auf den Starnberger See sein, die er vor dem Bau der Garage noch hatte.